Etwas, was ich die vergangenen Tage immer wieder gelesen habe, ist, ja, Ilka hat ein kaputtes Spiel rausgebracht. Ilka hat es nicht mal geschafft, ein bugfreies Spiel zu bringen. Und oh mein Gott, wie schlecht programmiert ist denn bitte dieses Spiel? Und was für ein Schmutztitel das sei? Und dafür verlangt man einen Vollpreis, 60 Euro und so weiter. Und oh mein Gott, wie schrecklich und schlimm alles ist, weil Ilka ein Spiel rausgebracht hat, was man via Cheats oder via Glitch exploiten kann. Ein Spiel, was anhand von Glitches so kaputt gemacht werden kann, dass du einen großen Teil des Spielspaßes skippen kannst und sogar den Endboss skippen kannst. Oder bis zum Endboss skippen kannst oder was auch immer. Wenn Leute das als Begründung oder als Argumentation nehmen, um ein Spiel zu bashen, beziehungsweise um es als schlechtes Spiel darzustellen, dann frage ich mich, was zum Teufel ist dann Super Mario 64? Wie viele Sterne hat Super Mario? 120? Wie viele Sterne macht man bei den Speedruns? 20 oder so? Keine Ahnung. Was ist Any Percent Speedrun? Haben wir hier ein paar Mario-Fans? Was ist Super Mario 64? 16. Was ist dieses Spiel? Ist Super Mario 64 jetzt auch ein schlechtes Spiel, weil es so schlecht programmiert ist, dass man sich durch Wände glitschen kann und 104 Sterne oder was auch immer skippen kann und sogar bis zum Bossraum? Also, versteht ihr, was ich meine? Es macht keinen Sinn. Das macht ein Spiel nicht schlecht. Und klar, natürlich muss man dazu sagen, Mario 64 kam vor, keine Ahnung, 20 Jahren raus, ne? Natürlich haben wir nochmal andere Ansprüche an heutige Spiele und so. Aber was ich sagen will, Mario 64 wird ja heutzutage auch noch gespielt. Und gerade deswegen, weil man das Spiel glitchen kann. Warum gibt es Speedruns? Ne? Also warum gibt es Any Percent Speedruns? Egal in welchen Spielen. In Zelda-Spielen, in Mario-Spielen, egal in welchen Spielen. Weil man da sich Glitches zur Hilfe oder zunutze macht, um eine schnellere Spielzeit abzuschließen. Und das ist funny. Das trägt zum Spielspaß bei. Es gibt ganze Weltranglisten, die so funktionieren. Die nicht funktionieren würden, wenn die Spiele glitchfrei wären. Right? Mein Argument an der Stelle, lange Rede, kurzer Sinn. Alles, was ich sagen möchte, ist, ob das Spiel jetzt gut oder schlecht ist, entscheidet sich nicht dadurch, ob man glitchen kann. Ich rede nicht von Bugs. Ich rede nicht von einem Cyberpunk, was am Release Day unspielbar war für die meisten Leute. Das hat damit nichts zu tun. Wenn du bei Pokémon den Glitch nicht provozierst, wirst du niemals irgendwo in der Wand landen und dich softlocken. Diese Glitches kannst du dann auslösen, wenn du weißt, wie sie funktionieren, um sie auszunutzen. Okay, also Glitches und Bugs sind nicht unbedingt dasselbe. Right? Wenn ein Spiel funktioniert und nicht wie Cyberpunk oder jetzt gerade GTA, die Trilogie oder was auch immer, ein richtig kaputtes Spiel ist, dann sehe ich absolut keine Probleme in Glitches. Im Gegenteil. Ich finde, Glitches gehören irgendwo zu Pokémon und auch zu Nintendo-Spielen dazu, denn es hat ja in der ersten Edition schon begonnen. Wie hat man sich da Mew geholt? Indem man geglitcht hat. Man konnte sich dieses Pokémon nicht holen. Außer durch den Glitch. Right? In der ersten Edition gab es den Mew-Glitch. In der zweiten Edition konnte man mit Boxen seine Pokémon verdoppeln. Was haben wir jetzt wieder? Ilka hat ein Spiel rausgebracht. Man kann sich mit einem Glitch Shaymin holen, was man sonst nicht bekommen würde. Und man kann sich mit Boxen Pokémon verdoppeln. Es ist also 1:1 derselbe Shit. 20 Jahre später. Nur ein bisschen anders verpackt. Und damals hieß es, wow, wisst ihr noch? Nostalgie, als man sich Mew geglitscht hat und so weiter. Damals war es cool, nostalgisch und so weiter. Und heute, Bruder Ilka, ihr habt verkackt, Alter. Schlechtestes Spiel auf dem Planeten, weil man glitschen kann. Und da gehe ich halt nicht mit. Weil das ist so eine Doppelmoral. Das hat in sich keine Logik. Ein Spiel muss nicht schlecht sein, nur weil es nicht bugfrei oder glitchfrei ist. Right? Ein Spiel ist dann schlecht, wenn es nichts bietet, was einem Spaß macht. Und Pokémon, ich würde behaupten, wir haben immer noch sehr viel Spaß. Auch wenn Pokémon jetzt zum Beispiel die Remakes nicht allzu krass schwer sind, zeitweise, würde ich behaupten, jeder von uns hat Spaß.
an Pokémon. Und das Schöne am Pokémon-Franchise ist, jeder kann damit machen, was er will. Pokémon ist so vielseitig. Man kann Pokémon sammeln, man kann sie shiny hunten, man kann online-competitive Wi-Fi-Battles gegeneinander spielen. Jetzt ist das mit dem Untergrund dazugekommen und so weiter. Also man kann so viel machen in Pokémon und man entscheidet selbst, wie man seine Zeit mit diesem Spiel verbringen möchte. Und einige Menschen wollen Pokémon eben speedrunnen. Und was denen vielleicht einfach Spaß macht, wenn sie speedrunnen, ist irgendwelche Glitches zu trainieren, damit sie eben schneller durchs Spiel kommen. Und das ist doch völlig fein. Solange man niemanden anders einschränkt, was man bei Pokémon nie tut und nicht kann, ist doch das völlig in Ordnung. Und so sehe ich das. Und sonst, jeder, der jetzt immer noch davon überzeugt ist, dass Ilka der größte Abschaum ist und das Pokémon ein richtiges Schmutzspiel ist, dann muss diese Person aber auch zu 100% damit eingehen, dass Mario 64 und all diese Spiele absoluter Trash sind. Der muss zugeben, dass Mario Odyssey ein absolutes Trash-Spiel ist, weil man im Mario Odyssey out of bounds sich durch Wände glitschen kann, um irgendwelche Sterne oder irgendwelche Welten zu skippen. Der muss einfach zugeben, dass Mario 64 und Mario Odyssey zwei der besten Spiele, die es jemals gab, absoluter Müll und Trash sind. Right? Mit der gleichen Argumentation. Ohne Doppelmoral. Und das ist so mein Take zu der ganzen Glitch-Sache. Das heißt nicht, dass ich die Spiele verteidige. Das heißt nicht, dass es keine Kritikpunkte gibt. Ja, die Levelkurve ist für den Arsch. Right? Der größte Teil des Spiels ist die Levelkurve eher so meh und scheinbar in der Pokémon-Liga rasten die komplett aus. Und die Levelkurve ist deswegen ein Problem, weil man den EP-Teiler hat. Wenn man den EP-Teiler nicht hätte, wäre die Levelkurve auch nicht so ein Problem. Das ist ein Kritikpunkt, den ich 100% verstehe und wo ich zustimmen würde. Right? Dass das Spiel nicht ganz so gut gepolished ist wie zum Beispiel ein Let's Go, könnte ich auch zählen lassen, auch wenn das dann wiederum ein bisschen Geschmackssache ist mit dem Chibi-Art-Style und so weiter. Was ich aber zum Beispiel auch kritisieren kann, ist, dass der Untergrund und auch die Wettbewerbe zumindest teilweise ein bisschen simplifiziert wurden, nicht mehr so viel Tiefe haben, obwohl im Untergrund hat es teilweise mehr Tiefe, aber wenn es um die geheimen Basen oder was auch immer geht, da kann man halt nur noch Statuen reinstellen und das war's. Und das ist eindeutig schlechter. Genauso die Wettbewerbe sind irgendwie kürzer und bestehen jetzt nur noch aus irgendwie einer Runde von irgendwas so. Da kann man kritisieren, das ist nicht mehr so gut, wie es war. Was man auch kritisieren kann, ist, dass sie nicht Platin remaked haben. Dass sie Diamond und Pearl remaked haben, die offensichtlich die schlechteren Spiele waren. Was man auch kritisieren kann, ist, dass die Pokémon-Auswahl sehr klein ist im Vergleich zu anderen Spielen, ohne den Untergrund jetzt mit einzubeziehen und so weiter. Es gibt definitiv Kritikpunkte an diesen Spielen, die 100% valide sind und wo ich niemals irgendjemandem widersprechen würde. Manchmal ist es Geschmackssache, manchmal kann man objektiv sagen, okay, das war besser oder schlechter. Aber zu behaupten, dass Pokémon Trash-Spiele sind, weil man mit Glitches irgendwie Pokémon verdoppeln kann, ist in meinen Augen einfach nur irrational. Right? Man möchte ein Spiel bashen, weil man das Spiel eben bashen möchte. So, that's it. Und so sehe ich das. That is my opinion. Und ich habe sie begründen können. By the way, wenn jemals jemand irgendwie, das ist mir die letzten Tage so oft passiert, dass irgendwelche Leute auch unter meinem Glitch-Video geschrieben haben, ey, ich finde das so scheiße, dass du das promotest und so. Schreib bitte eine Begründung dazu. Warum ist es verwerflich? Warum findet ihr es kacke? Wieso ist dieses Spiel Schmutz? Dass es so ist, das bringt mir nichts, weil das ist einfach nur eine Meinung. Dieses Spiel ist Trash. Okay, das ist eine Meinung, nach der niemand gefragt hat. Du hast einfach reingerufen, ohne irgendwie ein Argument zu liefern. Dass man entweder verstehen könnte und sagen könnte, ja, ich stimme zu, oder wo man sagen könnte, nein, das sehe ich nicht so, weil so und so und so. Please, wenn ihr Statements raushaut, dann argumentiert. Meinungen alleine bringen mir persönlich gar nichts. Damn, boy, damn! Wieder eine Runde Real Talk gemacht, Alter. Aus dem Nix.